Yo, meine Leute, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und diesmal auf den Server Apolline oder Apolline oder einfach nur Abo, ganz klar. Und ohne irgendwelche Probleme auszusprechen, weil das ist dann wirklich immer so eine besondere Sache. Das erste, was wir machen, ist hier direkt die Spieleinstellungen ausschalten, weil die mich wieder ein bisschen sehr aufregen. So, und wir gucken mal an, wie der Server aktuell ist. Und sieht auf den ersten Blick wieder nicht so interessant aus wie, ja, fast alle, kann man auch sagen. Weil es ist ja wirklich aktuell. Naja, man sieht auf jeden Fall, die Server, die gehen leider den Bach unter. Leider, leider, leider. Aber vielleicht hat dieser Server noch die Chance, die Quote hochzustechen oder hochzuziehen, um zu zeigen, Leute, guck mal, wir spielen hier noch. Aber ob das wirklich so ist, ist eine andere Sache. Könnte aber auch mit der Uhrzeit zusammenhängen. Viele Faktoren. Genauso. Aber wir haben Freitag immer noch. Deswegen. Also ist schwierig zu sagen, ob es wirklich daran liegt oder daran oder daran. Wir machen erstmal um so eine Uhrzeit. Und dann kann ich irgendwann ja nochmal das gleiche machen mit den verschiedenen Uhrzeiten. Also nochmal ein bisschen später. Um zu gucken, ob es 19 Uhr besser ist oder... Ja gut, ich glaube tagsüber eher weniger. Wenn die alle arbeiten sind, Schule sind und und. Deswegen entweder so eine Uhrzeit oder halt um 19 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr vor allem, ne? 20 Uhr. Würde ich mir vielleicht mehr erklären lassen, dass es da besser läuft. Kann sein deswegen, kann sein nicht deswegen, aber wir gucken eben kurz nach, wie es hier in Eldarin aussieht, denn wir haben hier schon mal ein Mini-Häuschen. Verkauft er auch was? Haben wir eine Hoffnung? Der ankauft was. Aber wir haben hier schon mal zwei Leute rumsitzen. Der kauft... Okay, das war ein bisschen günstig, ne? 400 Silber für T5 Sprint. Da haben wir auch nochmal ein Level 1 Char. Aber ansonsten auch ganz ruhig. Schade, ich dachte jetzt, da verkauft einer was. Ich hatte die Hoffnung. Gut, bestimmt 135 beide. Oder auch 130. Irgendwie sowas um den Dreh. 120. Kann sein. Sehen wir leider nicht, weil wir nicht das Level dazu haben. Aber gucken wir uns nochmal Uruga an. So, mein erster... Ja, ich habe gesehen, ne, die Preise für eine T5-Rolle, 400 Silber. Sprint. Das ist doch günstig, oder nicht? Zum Ankauf zumindest. Also ich hätte jetzt vielleicht mit Gold angerechnet. Aber vielleicht sind ja die Preise wirklich so tief. Könnte sein. Erfahren wir nur in Uruga. Und wir hoffen dann mal, dass da vielleicht ein bisschen mehr los ist, als hier. Von Häusern. So, Moment. Erstmal auf nach Uruga. Schauen wir uns dort den ganzen Spaß nochmal an. So, hier sieht es so wie immer aus. Keiner da. Was ein Wunder. Wäre auch für mich neu gewesen, wenn da einer wäre. Gebe ich ganz offen zu. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir einmal um die Ecke. Damit habe ich jetzt ganz ehrlich nicht gerechnet. Hier ist aber keiner. Kein Mensch. Wo seid ihr denn alle? Wirklich? Ey, Apo, Leute. Ich dachte jetzt wenigstens, komm, dass ihr hier die Sache macht, aber nö. Eher andersrum, hier ist einfach keiner. Oh nein. Niemand hat in dieser Saison die Plätze 1, 2 und 3 erreicht, ja. Da wäre ich zumindest einer, der es mal schaffen würde, auf den ersten Platz zu kommen. Ey, das ist aber, das ist traurig. Hier ist einfach kein Mensch. Gut, in Elde waren zumindest 3 oder 4 Leute, aber ansonsten hier in Uruga... Oh nein. Ey, das tut mir jetzt aber gerade voll leid, dass hier keiner ist. Also der Server, der, den kann man sagen, um diese Uhrzeit ausgestorben. Zu wie die Dinosaurier. Einfach weg, alle. Oh nein. Naja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einmal eben rüber zur Isel und schauen uns mal an, wie es um diese Uhrzeit vor allem, ne? Uhrzeit dort aussieht. Bis gleich. Und da sind wir jetzt auf den Server Isel. Natürlich habe ich mit dem Blade X eingeloggt. Was denn auch sonst? Wie ich Cap geworden bin, könnt ihr gerne mal oben rechts mal nachschauen. Da verlinke ich euch nochmal das Video zu, wie ich 135 geworden bin. Da war ich richtig stolz drauf, dass es mein erster Char auf dem Server war, womit ich 135 geworden bin. Und wir haben hier schon mal in Rumen ein bisschen mehr Leute als im Vergleich zu den anderen Servern, zumindest vom Anfang her. Da steht auch eine wieder für euch rum. Hier. Geht's so einigermaßen. Die Straße ist natürlich immer leer, diese Einkaufsstraße. Normalerweise ist das doch so eine Shopping Street, oder nicht?
ne, wo alle schön einkaufen gehen wollen und. Da kann man auch Rüstung kaufen, Kleidung kaufen. Ach, Kleidung sag ich schon. Rüstung ist ja Kleidung so. In dem Sinne, Waffen kaufen, Fähigkeiten kaufen. Und man sieht direkt einen Unterschied. Es ist voll. Aber nur voll. Wir haben hier sogar zwei Verkaufshäuser. Einmal mit Kräuterblatt und ein bisschen Tränke. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite noch 75er und 70er Mega Sachen für 3 Gold, 2 Gold. Auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Aber ich habe keinen aus. Doch der hier. Na, sind aber nicht so gut. Aber für den Preis natürlich angemessen. Ich weiß nicht so allgemein, wie es hier ist. Weil ich schon lange nicht mehr online war. Eldorine, genauso. Man lockt sich ein und einfach direkt. Es kommen Leute einem entgegen. Kennt man von einem anderen Server? Null. Und da sieht man wirklich. Guck mal, hier sind auch immer Tränke. Da haben wir auch nochmal Rollentränke. Also da kennt man wirklich von einem anderen Server nicht. Dieser Problem ist dann wirklich, die sind halt alle hier rüber gegangen. Andere inaktiv, weil einfach nichts mehr los ist. Was haben wir hier? Helga. 2 Gem. Guck mal, das hört sich doch schön an. Einfach voll. Es ist einfach voll hier. Hier stehen Leute rum, überall Häuser. Man, als wäre man wieder von früher. Wo man angefangen hat, 2000, wann war das? Wann habe ich denn angefangen? 2011? Irgendwie sowas. Es fühlt sich an, als wäre man 2011 auf einem älteren Server, die jetzt leer sind und ist einfach so voll. Das ist doch einfach schön. Und wenn so alle Server werden, das wäre doch wunderbar. Es waren doch früher auch alle Server so voll. Einfach alle, die ich gezeigt habe. Und jetzt nur noch einer, der so voll ist wie früher diese ganzen 7 Stück. Sind das 7? Ich glaube 7. Das ist, ach, ich bin in Ruin. Egal, gucken wir uns auch mal Ruin von Alberstone nochmal an. Weil hier haben wir auch die Chance einmal anzugucken, wie voll es hier allgemein ist. Machen wir auch nochmal direkt. Gut, Alberstol ist natürlich nicht so besetzt, wie ich es gedacht hätte. Ja, komm, wenn wir sagen, Herr, behalten wir Uruga bis zum Schluss. Machen wir es interessant. Machen wir es interessant. Dann gehen wir eben nochmal auf Adelia rüber. Dann auf Bera und dann zum Schluss mal Uruga, um zu schauen, wie es dort richtig aussieht. Gucken wir mal. Hier ist es aber noch leer. Wie eigentlich öfters oder immer. Da haben wir 2 Personen jetzt. Genauso wie wir auf einem Server vorher. Zumindest nur Rumen. Und ansonsten ist es hier eigentlich auch recht leer, ja. Okay, das heißt schon mal, hier sind nicht so viele Leute drauf. Jetzt auf dieser Map in Adelia. Gucken wir uns eben nochmal Bera an. Ich glaube, da sind aber genauso wenig Leute. Würde ich mal sagen. Weil Hauptstadt ist ja Uruga nun mal. Zweite Hauptstadt ist Eldorine. So, gucken wir uns eben mal Bera an. Da müssen eigentlich die ganzen hohen Chars sein. So, jetzt die Questen wollen. Ja. Ja, genau. Ich habe so einen weißen Super-Esel einfach. Ach, der ist sogar plus 0. Okay. Da haben wir schon mal eine 35er-Char. Okay, aber ja, ist auch leider leer. Na, schade. Ich dachte jetzt, da sind vielleicht ein bisschen mehr Leute, aber leider nicht. Okay. Dann schauen wir uns nochmal eben Uruga an, wie voll es dort im Endeffekt ist. Um diese Uhrzeit bin ich mal gespannt. Da, wir waren ja in den letzten Tagen oder Wochen nur in der Akrute. Das heißt, wir haben von Uruga gar nichts mitbekommen. Und deswegen, ich weiß jetzt schon, da stehen bestimmt, ja. Ach du Kacke. Da stehen so viele Häuser wie in Eldorine. Ich will jetzt, komm, wir gucken uns mal ganz schnell die Preise an. Ja gut, 9 Gold. 5 Gold ist eine Green. Kein Boss. 75 Gold. 65. Okay, für plus 10. 10 Gold für, ja, die Preise 45. 45 Gem. Habe ich Gold oder Gem die ganze Zeit gesagt? Das ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube Gem. Okay, es ist voll. Es ist einfach übertrieben voll hier. Was eigentlich oft auf der anderen Seite wieder ekelhaft ist, dass es so voll ist. 30 Gold für Amus. Verkaufsstand. Währenddessen der andere für einen Game 25 Gold verkauft hat auf einem Server. Mal. Ey, es ist einfach nur voll hier. Was auf der anderen Seite natürlich schön ist. Wenn man hier zumindest drauf spielt. Ne, wenn man hier spielt, ist es natürlich schön, dass es so voll ist. Aber wenn man jetzt auf einem anderen Server spielt, dann ist es traurig, dass alle hier plötzlich sind. Ja, hier vom Händler auch einmal alles voll. Ich glaube, da will ich gar nicht gucken, wie es wie in Eldorine vom Händler alles aussieht. Ja, also man sieht wirklich, Esel ist aktuell der Hauptserver in Fiesta. Kann man machen, was man möchte. Es bleibt einfach so. Aber vielleicht, wenn ein neuer Server kommt,
gehen alle darüber, dann sieht er genauso aus. Wobei, dann sieht er anfangs vielleicht noch ein bisschen etwas leerer aus, aber spielbar. Und dann nach mehreren Monaten ist er dann genauso leer wie die anderen Servern. Ja, das war eine kurze, ja, Städte-Server-Vorstellung, wie die zum jetzigen Zeitpunkt aussehen. Also zum 12.12.1620 von 15 Uhr, glaube ich, irgendwie sowas. Und dann würde man sagen, ich hoffe, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.